Ja, also das ist ja ökumenischer Kirchentag. Was halten Sie im Allgemeinen inzwischen von der Zusammenarbeit zwischen der evangelischen und der katholischen Kirche? Finden Sie, das hat sie verbessert? Ja, das gehört ja wesentlich aus dem Auftrag der Kirche dazu. Jesus will ja, dass es eigentlich die eine Kirche gibt, nicht nur auf dem Papier oder der Idee nach, sondern auch in der konkreten Realität, in dem Gottesdienst, in dem gemeinsamen Tun. Aber das wissen wir, dass ja eben in Deutschland seit 500 Jahren die Kirche getrennt ist in evangelischen, katholischen Teil. Aber wir bemühen uns ja eben, die Gräben, den Abstand zu verringern, wenn wir ihn auch noch nicht vollständig überwinden können. Ja, wir haben heute eine besondere Schreibaktion, was den Sonntag einfach göttlich macht. Was macht jetzt Ihren Sonntag besonders göttlich? Ja, wenn wir Christen sind, ist der Sonntag ja der Tag der Auferstehung Christi. Und die Eucharistiefeier, die Heilige Messe, ist ja die Vergegenwärtigung von Kreuz und Auferstehung. Deshalb ist die Eucharistiefeier, die Messe, Teilnehmen am Gottesdienst, für uns das eigentliche Zentrum. Wenn man das rausnimmt, ist das ungefähr vom Geschmack her wie ein Apfelsaft ohne Apfel. Und was würden Sie jetzt Jugendlichen auf dem ökumenischen Kirchentag besonders empfehlen? Ja, natürlich sich umzuschauen, sich zu informieren, was es alles für verschiedene Initiativen in der Kirche gibt. Wenn man in der Pfarrei ist, sieht man ja nur das, was vor Ort sich abspielt. Hier hat man die Möglichkeit, dass der Horizont sich erweitert, dass man mit viel mehr Menschen in Kontakt kommt, auch sieht, was in anderen Diözesen los ist, was es für viele kirchliche Aktionen gibt, Miserior, Renovabis, Missio und Adveniat zum Beispiel, oder was auch weltkirchlich sich ereignet. Hier sind wir auf dem ökumenischen Kirchentag, natürlich auch wichtig, was jetzt in der evangelischen Kirche sich alles abspielt oder auch jetzt bei den Orthodoxen. Das ist ja auch das Neue jetzt bei dem zweiten ökumenischen Kirchentag. Beim ersten war ja das nur katholisch-evangelisch. Jetzt hier kommen ja auch noch die Orthodoxen ins Spiel, noch andere Freikirchen, andere Christen, andere Konfessionen, auch wenn sie kleine Gruppen sind bei uns in Deutschland. Wir immer in der Dualität katholisch-evangelisch denken von der Größenordnung her, aber die anderen kleineren Gruppen wollen wir auch nicht vergessen und die sind jetzt auch einbezogen worden. Wie funktioniert die Zusammenarbeit unter den Kirchen, speziell jetzt auch im Kreis von Regensburg? Ja, in Regensburg, da haben wir als gegenüber den evangelischen Kirchenkreis als Teil der Bayerischen Landeskirche. Und da haben wir eigentlich auch die Ökumene vor Ort und tun das, was wir eben auch tun können, was auch möglich ist. Und auch richtig auch darauf an, dass man sich dann persönlich nahe kommt und versteht. Ich bin jetzt auch der Vorsitzende der Ökumene-Kommission der Deutschen Bischofskonferenz, habe natürlich jetzt über diesen nahen Umkreis noch wesentlich andere Kontaktmöglichkeiten, auch auf der weltkirchlichen Ebene. Bin ja da auch stark mit der Ökumene in Verbindung, aber hoffe doch eben auch, dass ein gutes Klima herrscht, auch vor Ort bei uns im Bistum Regensburg, gerade auch mit der evangelischen Kirche. Worauf sind Sie als Bischof von Regensburg besonders stolz? Naja, und da kann man, glaube ich, auf sehr vieles stolz sein, aber auch auf unsere kirchlichen Schulen. Wir haben ja 64 Schulen in kirchlicher Trägerschaft mit 20.000 Schülerinnen und Schülern. Und wir haben 423 Kindergärten in kirchlicher Trägerschaft mit 30.000 Kindern. Das ist doch enorm, was hier eben auch für Jugendliche im schulischen Bereich getan wird. Aber es gehören ja auch da nicht nur diese normalen Schulen dazu, wie Realschule und Gymnasium oder Grundschule, sondern auch Schulen, in denen dann schon abgegangene Schülerinnen, also von den Schulen her, dann soziale Fächer lernen oder für Krankenpflegeberufe, also Fachschulen, Spezialschulen für Weiterqualifikation, auch vor allen Dingen im Umgang mit Behinderten. Ich glaube, das ist ein gewaltiges Engagement
Land in der Stadt Regensburg ist ja das ganze Krankenhauswesen allein von der Kirche bestellt. Die Stadt macht da gar nichts und braucht nichts zu machen. Das ist doch schon enorm, was jetzt die Kirche macht. Ja, was ist auch die Kirche? Was ist das eigentlich, wenn wir sagen, die Kirche? Das ist ja nicht nur der Bischof und die Priester und die hauptamtlich Tätigen, sondern die Kirche sind wir ja auch alle. Und deshalb ist es ja auch wichtig bei uns, dass wir so viel ehrenamtliches Engagement haben im Pfarrgemeinderat, in Kirchenverwaltung, in den Vereinen und Verbänden oder auch ad hoc bei der Gestaltung eines Pfarrfestes oder sonst einer Wallfahrt, wo dann Leute einfach spontan sich zusammenfinden, sagen, gut, jetzt backe ich mal einen Kuchen oder ich räume die Stühle auf oder lege die Papiertischdecken auf und mache die ganzen Reißbrettstiftchen rein. Wenn es alles fertig ist, dann denkt man, das ist alles wunderbar. Aber es muss natürlich alles vorher, auch die Einzelheiten, muss alles gemacht werden. Ne? Also machen wir, wenn man schönen Kaffee machen und man hat vergessen, die Milch zu holen oder den Zucker oder was, dann ist dann schon wieder Unfrieden da. Also wenn da nicht eben genug Leute da sind, die anpacken, sich einsetzen und nicht so drücken lassen und schieben lassen, mach mal was, bis man es 100-mal sagt, sondern die selber was sehen, was macht man und anpacken. Und da haben wir doch, arbeite ich in unserem Bistum, sehr viele gute Leute, die wirklich sich da engagieren. Auch, glaube ich, sehr viele Jugendliche und glaube die Jugendarbeit bei uns im Bistum ist doch meines Erachtens wirklich unter den jetzigen Bedingungen, die wir haben, habe ich doch sehr gut aufgestellt. Und Schluss glücklich. Dann bedanken wir uns natürlich für das Gespräch und hoffen, Sie haben einen schönen Tag am ökumenischen Kirchentag. Ja.